Hi Leute, ja, ich grüße euch zurück zu Tomb Raider 2 Remaster. Wir haben beim letzten Mal Venedig abgeschlossen. Ist sogar ein kürzerer Part geworden als gewollt, aber ist vielleicht auch nicht so schlimm. Lieber so, als hätte ich den Part davor dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, so 40 Minuten gefühlt gehabt, aufgenommen. Und ja, wir sind heute im zweiten Level angekommen von Venedig, wo wir uns vor Bartolis Villa befinden. Ja, zudem sind wir auf dem Weg, um vielleicht Informationen über den Cyan herauszufinden. Und ja, die Ratten wollen auch auf jeden Fall rein. Was ich ganz interessant finde, das hat jetzt hier so eine leichte Ahnbeleuchtung schon. Der Himmel ist, glaube ich, auch ein bisschen dunkler schon im Vergleich zum Level davor. Aber es hat irgendwie Stil. Also vielleicht nicht Ahnbeleuchtung direkt, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen der spätere Nachmittag jetzt, gell? Und ja, Ratten wollen uns das Leben wieder schwer machen. Manchmal haben sie ja tatsächlich Erfolg damit, gell? So, ja. Also, das Level hier, das ist schon ein bisschen mehr tricky als die letzten beiden. Und das sage ich nicht nur, weil da überall Ratten sind. Sondern auch, weil er hier ist. Ein Kollege von dem davor, gefühlt. Ich glaube, der hält auch einen kleinen Ticken mehr aus. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sorry, dass wir ein Medipack brauchten. Und ja, die sehen schon fies im Original aus mit ihren übertriebenen Muskeln und Gewebs, was man sieht. Naja, ich denke mal, der wird uns kein Problem machen. Und ja, Venedig hat definitiv ein Rattenproblem, aber keine Sorge, Leva kümmert sich für euch drum. Ich meine, eigentlich sollten wir jedes Leben wertschätzen, gar keine Frage. Der kommt ziemlich ziegelsicher auf uns zu. Er kann auch hier hoch, wenn er will. Mal gucken, ob wir ihm vielleicht zuvorkommen können. Ein bisschen. Tja, deine Muskeln aus Stahl schnitzen dir nichts gegen Pistolen. Aber um so ein bisschen moralische Themen reinzuwerfen. Ist es denn wirklich verkehrt zu sagen, man kümmert sich um einige dieser kleinen Biester, wenn es zu viele wären, weil sie Krankheiten und sonst was reinbringen? Oder sollte man es lassen, gell? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, wenn ihr möchtet. Ich lasse meine Meinung dazu mal jetzt im Raum offen stehen. Und dann wäre, weil ich selber töte sowieso alles, was hier im Weg geht. Aber auf der anderen Seite würde uns auch alles töten. Ah, da. Hi. Ich glaube, auf dem Balkon war auch einer, oder? Ich habe gerade erstmal ein bisschen geflecht, wie schön diese Villa aussieht. So. Und jetzt zu dir. Ich guck mal, ob wir uns um den nicht irgendwie anders kümmern können auch. Kleiner Tipp, der Typ hat unendlich Munition. Er wird niemals aufhören. Das ist jetzt gerade leicht nervig. Jetzt könntest du mal aufhören zu spammen. Ist das so ein PC-Ding? Macht das am PC immer? Ist ja schrecklich, ey. Ich möchte da bitte hoch. Probier nochmal bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so geht. Was ist das eigentlich für ein Spammer, der Typ, ey? Ich glaube, wir können froh sein, dass er schlecht im Ziel im Treffen ist. Oder sich von da treffen kann. Jetzt hätten wir echt ein ernsthafteres Problem. Oh, Tommy. Was ist gerade los? Ist ja schrecklich, ey. Ich glaube, wir haben die Typen verpackt. So. Jetzt hält er auf jeden Fall ein Randstück. Ist ja schrecklich mit dem. Und ich kann mal schon mal für Gleichakt erschieben. Und ja. Sieht sehr cool aus. Richtiger Nobelmann. Ja, hat ein richtiges Renaissance-Feeling, ja. Wird wahrscheinlich auch
geschichtlich zur Renaissance-Zeit so ein bisschen ihren Erstbau oder sowas erlebt haben, aber sehr, sehr cool gehalten. Ich mag auch, wie der Flur so leicht leuchtet, gell? Ich meine, es hat natürlich auch sowas. Allgemein dieses Schachfeeling hat einfach was. Aber sehr, sehr cool umgesetzt. Hier ist, glaube ich, ein Hund, oder? Hier sind zwei Hunde. Hunde sind mit die schlimmsten Gegner in diesem Level. Ich sollte vielleicht ein bisschen schon mal überlegen, auf härtere Geschütze umzusteigen. Das könnte eine Überlegung wert sein. Aber nur eine Überlegung. So, okay. Ah, oh, das ist cool gemacht hier. Ich sag ja, es ist ja schon doch, geht so ein bisschen in so eine Abendrichtung, ja. Aber tatsächlich ist das hier, glaube ich, auch der Fall. Tatsächlich kann man später wahrscheinlich ein bisschen besser feststellen. Ah, ich neige ja wieder dazu, dass ich gefühlt meine 10.000 Screenshots machen möchte. Aber ich habe ja die Videos. Ich kann für mich noch was Screenshots im Nachgang machen. Das ist weniger ein Problem. Und ja, wir müssen einmal hier durch. Du aktivierst dich, oder? Ja. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall später auch mal hin noch. Kommen wir da durch? Nein, gar. Kammer erlaubt es uns nicht. So, aber hier ist etwas, was wir aktivieren müssen. Genau. Das öffnet nämlich eine Tür, die später relevant werden könnte. Wie viel macht ihr so ein Fackelhammer? 23, kommt zu mal eine an. Ich habe hier nichts übersehen, ja? Okay. Dann geht er bestimmt wieder an, oder? Nö. Und wenn ich jetzt wiederkomme? Auch nicht. Okay. Wegen mir. Schaltet euch aus. Passt schon. Macht mir das Leben leichter. Okay. Hoch mit uns, aber diesmal machen wir bitte mal richtig hier. So, eigentlich müsste ich da doch mit einem normalen Weitsprung hochkommen, oder nicht? Rüberkommen. Ich wollte schon sagen. Ja gut, der Block ist einfach nur, um einem das Leben schwer zu machen, dahin zu kommen, gell? Und ja, gut bewährt alte Klettermusik. Läuft eigentlich ganz gern, wenn man bei solchen Leitern ist. Oder wenn man eher so die Höhemusik, also wenn man hoch ist, läuft ganz gern diese Synthesizer-lastige, sehr beruhigende Melodie im Hintergrund. Ich bin echt Fan, wenn dieses Lied einläuft, weil es eigentlich immer auch bei sehr ästhetisch coolen Stellen läuft. Sehr, sehr ja, cool umgesetzt. So. Okay, ich glaube, ich kann mich hier. Genau, ja. So. Schon die Festhalt-Taste festhalten. Und ich glaube, dass Lara. Ja, sonst abrutscht. Wenn ich es ja nicht festhalte. Ich traue mich nicht gerade auszuprobieren. So, okay. Damit sind wir auf diesem Balkon. Machen jetzt hier einen geschmeidigen Sprung rüber. Das war kein guter Jump. Ich sag, wie es ist, es hat geklappt, aber ich bin trotzdem eigentlich wieder ein Ticken zu früh. Okay. Dann einmal hier bitte runterfallen lassen. Ja, das hätte man auch vorsichtiger machen können. Oh, bevor ich gehe, wartet mal kurz. Ist hier noch was? Oder habe ich das nur so falsch im Kopf? Ich habe das falsch im Kopf. Okay. Dann einmal hier rein. So. Das ist auch Teil der Villa. Okay. So. Ja, die Dobermänner sind eine Sache. Jetzt sind aber auch noch ein paar andere Fotzkes unterwegs. Okay. Ja, zu der Stelle muss ich euch vielleicht auch noch eine kleine Story erzählen.
So. Gotcha. Okay. Mal schauen, was die alle so getroppt haben. Wird schon was dabei sein. So. Also, genau. Ich bin hier in diesem Raum als Kind gewesen und ich wusste nicht weiter. Also, ich denke, das Spiel wird es uns jetzt sein, wenn wir dran vorbeigehen. Ja. Das ist natürlich gut, kann man halt ausstellen, gell? Aber den Block kann man schieben, gell? Aber das wusste ich als Kind nicht. Und dann bin ich hier so rumgelaufen, dann wusste ich nicht weiter. Dann habe ich halt ständig versucht, durch diesen hier rüber irgendwie zu kommen, weil, ja, das war für mich irgendwie eine ganz logische Möglichkeit oder eine ganz logische Erklärung. Einfach hier irgendwie diesen Weg quasi zu diesem Balkon zu kommen, gell? Und es ist tatsächlich möglich, hier rüber zu gehen. Man skippt aber eine ganze Menge vom Level, wenn man das macht. Aber komm, wir machen mal einen Speicher. So. Mal schauen, ob es noch geht. Ja, also man kann da tatsächlich durchglitschen. Man kann sogar hier ganz geschmeidig hinspringen. Naja, gut, gerade klappt es nicht. Ja, doch. Sich hier fallen lassen. Oder auf dieses Haus gehen. Aber ja, man skippt halt ziemlich viel vom Level. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber ihr seht, das geht auf jeden Fall. Ansonsten gibt es hier noch was, glaube ich. Der be altbekannte Kronleuchter. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Ich hätte schwören können, dass man hier noch was machen kann. Gib mir einen Moment. Kann ich dich schieben? Ist hier was? Ah, ich weiß wieder. Ich weiß wieder wie. Ja, okay. Moment. Wir können. Nee. Jetzt habe ich gerade echt einen kleinen Denkfehler. Ich hätte schwören können, dass man hier was schieben kann und noch was aktivieren kann. Lass uns mal kurz hier nochmal umschauen. Also diese Porträts sind übrigens auch sonst nicht da, gar, wie man hier so sieht. Vom venedigen Ball. Ach, 30 FPS, 60 FPS. Aber wie konnte ich dich doch aufmachen? Problem ist, den Kamin können wir ja zwar rausziehen, aber wir können ja nicht sonst was schwer damit machen. Ich hätte eigentlich jetzt einen Block gebraucht. Ich hätte echt schwören können, dass du hier was machen kannst. So secret-mäßig. Aber nun denn, habe ich falsche Erinnerung. Und das können wir auch nicht schieben. Na gut. Dann machen wir erstmal das jetzt hier. Weil, naja, ich kann nicht zerziehen, aber ich kann dich nicht runterschieben, ja. Weil. Genau. Weil hier ist eine Kante. Ja, nicht eine Kante, aber Lava ist nicht in der Lage, quasi etwas zu schieben, während sie dann irgendwo runtergehen würde, die Ebene verlassen würde von dem besagten Objekt. Von daher schieben wir mal rein. So. Aber ja, ihr werdet jetzt hier weitergehen. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass da was ist. Irgendwo. Ist hier was versteckt? Kann ich aber auch nicht schieben oder ziehen oder sonst was, gell? Sehe ich richtig. Okay. Gib mir mal einen kleinen Moment. Okay, Leute. Eigentlich müsste hier wirklich irgendwo was sein. Gucken wir uns mal die Wände kurz an. Ich hatte im Kopf, dass man so einem Ding da oben ziehen muss und dann irgendwie da so eine Kiste oder sowas hinschieben müsste. Das würde auch beinahe Sinn machen.
Aber, nee, ich lieg falsch. Ah, da. So. Genau. Naja, war jetzt echt ein bisschen farblich gut versteckt. Aber der öffnet die Tür auf jeden Fall. Natürlich wieder so ein Futzke, der uns das Leben schwer machen möchte. Ja, back dich in die Wand hinein. Nimm mal ein kleines Medipack. Ein kleines Heilungs übrigens zu 50%, ein großes zu 100%. Und ja, hier kriegen wir das erste Secret. Das war tatsächlich auch relativ gut versteckt. Ich hatte nur noch so düster im Kopf, dass hier was sein muss eigentlich. Okay. Das zeigt eigentlich die Zeit. Ich habe gar nicht so drauf gehört. Ich meine, ich muss jetzt ein bisschen was rausschneiden gleich. Aber ein bisschen können wir noch machen. Okay. Speicher hatten wir ja auf dem Balkon da. Von daher werden wir sich nochmal speichern. Oder hier machst du mal bitte kurz den Kopf ans Wasser. Ja, sehr gut schiefgegangen an dieser Köpfer. Kann ich nicht anders sagen. So, was haben wir hier Schönes? Oben haben wir auf jeden Fall jede Menge Feuer. Hier ist eine Falltür. Und ja, gut. Das nützt uns nicht. Moment. Aber es ist eine Fall. Ah, eine Boden, eine Druckplatte. Okay. Ich mach diese Gasleitung leer aus. Und dann geht er wieder an. Okay. Let's go. Ah, das war schon mal nichts. Warum springst du da nicht nochmal, wenn ich die Sprungtaste drücke? Weiß Lara wahrscheinlich selbst nicht. Ich drück, glaube ich, die Taste gerade zu leicht. Geht das denn nicht, dass ich einfach quasi so überspringe? Ich bin froh, dass wir uns gerade nicht verbrennen, aber das ist gerade schon ein bisschen nervig. Nee, kann ich so nicht überspringen. So. Gut, we got it. Und ja, das ist ein echt schöner Raum. Hier sind uns ein Hund, gell? Hier sind zwei Hunde. Moment, lass uns mal oben hochgehen. Wo die nicht hinkommen. Oh, natürlich stammt der uns jetzt an. Arr, diese Viecher, ey. So, auf Wiedersehen. Ja, würde mich auch verstecken, wenn ich du wäre. Diesen schönen Raum genießen und diese Viecher müssen uns noch wieder andappen, ey. Okay. Ja, das ist ein echt schöner Raum. Also, sehr, sehr alt gehalten, gar sehr, sehr alles Mögliche kaputt hier. Gar keine Frage. Hier müssen wir natürlich auch gleich mal runter. Aber er hat schon Stil. Mit diesem Kronleuchtern vor allem. So. Ja, so viele Medipacks haben wir tatsächlich nicht. Also zumindest keine kleinen mehr so viele. Aber die Hunde sind jetzt echt am. Sind echt am Führen. So. Sieht der Raum übrigens sonst aus, gell? Die Tapete noch ein bisschen ganzer. Aber auch nur ein bisschen. So. Jetzt lass mich mal kurz sortieren. Ja, das haben wir eben von der anderen Seite gesehen, gell? Also, Villa ist halt sehr verknüpft, gell? Keine Frage. Und, ich bin gerade am Grübeln. Können wir schon etwas hier machen? Ich glaube gerade tatsächlich im Moment noch nicht. Außer ich übersehe wieder irgendwelche Schalter, aber ich glaube nicht. Gut, dann machen wir uns mal kurz raus. Okay. So.
Mal kurz hier was gucken. Ich glaube. Ja, da kommen wir nicht drüber, gell? Das ist zu hoch, um uns raufzuziehen. Genau. Okay. Dann müssen wir einmal eine Runde schwimmen. Ist hier noch was anderes? Sieht sehr einladend aus, gell? Licht schon an. Ich glaube, ich sollte noch mal kurz zurückgehen. Wir haben kaum noch Luft, ey. Naja, wir haben schon noch Luft, aber war gerade nicht der beste Attempt. Okay, noch mal. Ist hier irgendwo was, weil es sehr einladend aussieht. Etwas zu verstecken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Secret wieder. Das dürfte ja alle Drache sein, gell? Oh, ne, Gold. Gold wieder, ja. Ja, das ist meistens lokalisiert ein bisschen später. Aber das ist keine Festaussage, das ist aber ganz oft so. Und ja, gut, hier komme ich gerade nicht weiter. Das ist nicht so gut. Ah, der wäre ein Hebel gewesen. Okay. Und manche Secrets liegen wirklich immer sehr direkt auf dem Weg. Ja gut, mein Level 1 zum Beispiel war der Jade ja gar nicht als letztes lokalisiert, gell? Wir kriegen übrigens kaum gerade noch Luft. Wir sollten noch mal kurz welche holen. Weil sonst wird unsere Energieanzeige sehr rapide gleich runtergehen. So. Okay. Genau, den aktivieren. Ganz schnell nach oben mit uns. Eigentlich dürfte das ja auch der reguläre Weg sein, eigentlich das anders. Ja, ich sage ja, die sind ja manchmal schon auf dem regulären Weg, diese Secrets. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Das ist ganz nett, aber was hat uns das gebracht? Ich habe irgendwas übersehen in diesem einen Raum. Okay. So. Aber was? Irgendwo haben wir was übersehen hier. Oder da unter Wasser irgendwas übersehen. Weil, naja. Mal kurz die alte Grafik anwerfen. Dann kommen wir ja gerade nicht weiter. Das ist ja nur mal ein Tatbestand. Und hier komme ich auch nicht wieder hoch, wenn ich einmal runtergehe. Sehe ich richtig. Ah, es geht los. Ich verirre mich. Oder ich übersehe Sachen. So. Wieso ist das nicht auf? Sesam, öffne dich? Oder was muss ich tun? Ich habe doch irgendwas unter Wasser noch übersehen. Ich sag, wie es ist, ey. Machen wir noch mal eine an. Frage ist, was? Ja, du machst das ja hier nur auf. Das ist okay. Aber irgendwas fehlt. Hä? Ich möchte einfach, dass ich diese Passage jetzt hier übe, bis ich sie fehlerfrei hinkriege. So, okay. Warte mal, lasst mich mal kurz gucken, ob wir da nicht doch schon dran kommen. Weil dann ist das da draußen wirklich nur fürs Secret. Moment. Dann kommen wir einfach hier weiter. Ja, doch, das geht schon. Okay, ich dachte, die würden zu hoch noch hängen. My bad. Genau, wir können schon diesen Kronleuchtern hoch.
Ja, werf deine Magnesiumfackel da irgendwo hin. Ja, aber ist in Ordnung. Fackelt ja nicht unbedingt das Haus auf, dass die noch heiß ist. Nein. Ah, stimmt, die Musik läuft jetzt. Zuletzt gespeichert. Ah. Okay. Ich mach mal kurz einen Selbstmord. Hatte ich gerade voll die Stimmung kaputt gemacht, aber ich habe keine Lust, so viele Medipacks für sowas zu opfern. Eigentlich hätten sie es umbringen müssen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Komm, einmal kurz. Ans Feuer. So Leute, ja, ich bin zurück in dem Raum. Ich habe es diesmal geschafft, auch Medipack jetzt auf dem Weg zu sparen. Eben hatten wir ja noch drei, weil ich von diesem einem Hund so angeknabbert wurde. Das ist mir dieses Mal zum Glück nicht passiert. Und ja, machen wir uns hier nochmal hoch. Der Wallfallschaden ist ziemlich gnädig mit uns, dass er uns nicht umgebracht hat. Aber ich wollte echt nicht noch Medipack dafür jetzt verwenden. Aber gut, genießen wir nochmal die Musik hier dafür. Okay, da müssen wir rein den Schlüssel holen. Den brauchen wir. So, und diesmal bitte mit Schmackes. Nice. Okay. Erhalte den Bibliothekschlüssel ohne Kerzenleuchter zu bewegen. Gab sogar ein Achievement. Ja. Man kann die Kerzenleuchter nämlich auch ein bisschen wenden und bewegen, dann geht es nämlich ein bisschen leichter, aber das war eine der Möglichkeiten, um da ranzukommen. Okay. Was ich mich jetzt gerade noch frage: Ist hier noch ein Secret? Ich habe es nämlich gerade nicht auswendig im Kopf. Ich meine aber, das müsste woanders sein. Also ja, mal abwarten, gar. Aber ja, das ist eins der schönsten Theme in Tomb Raider, finde ich. Das ist ein Remix oder ein Arrangement, besser gesagt, vom Tomb Raider 1 Main Theme. So einer wunderschönen MIDI-Akustik-Gitarre. Ich finde das echt sehr, sehr cool gelungen. Also es hat sogar so einen auch leicht italienischen Touch. Ist hier noch ein anderer? Ist hier noch irgendwo einer? Ja, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Nur gehört. So, genau, wir müssen. Ja, bei diesen Holzbalken, ja, das hatte ich auch immer ziemlich cool gemacht. Das ist natürlich jetzt auch eine sehr gewagte Höhe hier. Also, ja, hier muss man aufpassen jetzt, gell? Hier kann auch was schief gehen, flott. Wäre noch irgendwo ein Hebel gewesen. Das frage ich mich gerade ernsthaft, ob ich noch irgendwo was übersehen habe, aber nicht. Ich glaube, wir müssen einfach einmal hier rüber, gell? Okay. Okay, ich gebe zu, du hast mich gerade ein bisschen erschreckt, Kollege. Kommt ja da einfach so hochgekrochen. Ja, wenn man dann doch mal nicht weiß, wo Gegner kommen, können sie einen doch ein bisschen fies erwischen, ja. Danke für dein Medipack. Ja, nee, den habe ich echt vergessen. Den habe ich jetzt irgendwie ein bisschen. Nee, mal kurz zusammengezockt. Okay. Okay, dann aktivieren wir das hier noch. Weil ich glaube, das müssen wir sogar machen. Nicht nur. Warte, wir haben den Schlüssel. Was mache ich mit dem Schlüssel? Bibliothekschlüssel. Aber irgendwo muss ich ja auch dahin jetzt, oder damit? Ich weiß es nicht genau gerade auf Anlauf, aber es wird mir schon wieder einfallen. Nichtsdestotrotz mache ich an der Stelle einen Cut. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Video, gell? Bye bye, Leute. Ciao.